um wieder auf die alte RS1-Zeit zu kommen. Es war einfach in der Zeit von 85 bis 95 eine tolle Zeit. Da gab es fast nichts, was es nicht gab. Und was es so offiziell nicht zu kaufen gab, das gab es dann auf der Hotline in irgendeiner Form. Oder über irgendwelche Quellen hintenrum gab es dann die tollsten Sachen. Wenn man entsprechend wichtig war und wenn man entsprechend die richtigen Kanäle zu bedienen wusste. Es war damals, das wissen heute mit Sicherheit auch die wenigsten, also wenn man in irgendeiner Form eine Felge umschüsseln wollte, ist ja heute kein Thema, mache ich eBay auf, hole ich mir die passende Schüssel, knall die da drauf und fertig. Naja, nicht ganz so einfach, aber so in etwa. Das früher in den 80er, 90er Jahren zu machen, boah, das war fast dasselbe, als wenn man kleine Kinder gefressen hat. Also wenn es in irgendeiner Form rauskam, es gab keine Schüsseln zu kaufen, noch nicht mal über BWS selber. Es gab die einzige Möglichkeit, eine ganze Felge einzusenden, die man dann, wenn die beschädigt war, repariert bekam. Ich habe das dann eine Zeit lang mal ein bisschen versucht, clever anzugehen und habe denen dann einfach nur Sterne eingeschickt und habe gesagt, hier, macht mir die passenden Schüsseln drauf. Hat zwar ein Vermögen gekostet, aber ich hatte dann wenigstens die passenden Schüsseln. Weil hätte ich denen die Innenschüssel mitgeschickt und den Stern, hätten sie die Innenschüssel sowieso neu gemacht, weil die haben grundsätzlich immer alles erneuert. Also habe ich denen zum Schluss nur Sterne geschickt. Das haben sie dann auch irgendwie 4-5 Mal gemacht. Und beim 6. Mal kam dann ein Anruf und da hieß es, also passen Sie auf, Sie wollen uns doch nicht verarschen. Sie kaufen doch keine Räder, wo nur Sterne bei sind. Schicken Sie uns mal die ganze Felge und dann können wir weiter gucken. Ich sage mal, ich habe hier 4 Sterne liegen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe ja gewusst, dass ich die... Ja, dann haben sie mir das noch einmal gemacht, danach brauchte ich da nicht mehr anrufen. Also das muss man einfach wissen, was es für eine Schwierigkeit in sich hatte, Betten, Schüsseln für BBS zu bekommen. Und noch schlimmer, noch viel schlimmer, mit auch juristischer Konsequenz, war OZ unterwegs. Die hatten wirklich nicht alle Lappen am Zaun. Also da gibt es Geschichten und Storys drüber, die sind hanebüchend. Unfassbar. Aber BBS war auch nicht schlecht. Die wussten genau, was sie taten. Und sie hatten sich damals in den 80er Jahren, das war auch der Hintergrund für Nachbauten, hatten sie den Geschmacksmusterschutz. So, und irgendwann, kurz vor oder nach der besagten Pleitezeit, hatten die natürlich alles andere zu tun, als diese Geschmacksmustergeschichten aufrechtzuerhalten, haben sie das verjähren lassen. Und dann ging das los mit der ganzen Nachbauerei, Schmidt und wie sie alle heißen, dass da im Prinzip im Lochkreis von BBS-Schüsseln angeboten wurden. War früher überhaupt nicht dran zu denken. Also früher eine andere Schüssel für eine BBS zu kriegen, die Leute haben, der Kopf ist da hat man gesagt, boah, wo hat der die her? Was ist denn da? Wir haben, also wirklich, ich habe alles damals versucht, uns Schüsseln zu bekommen, habe da mit einem Bekannten, haben wir rumtelefoniert, gemacht und getan, und auch alles zu Preisen, die jenseits von Gut und Böse war, Qualität war auch nicht so toll. Also das war echt eine heiße Zeit und wenn man sich das damit heute vergleicht, wie einfach es ist, heute von einer 2 auf eine 3 oder 4 oder 4,5 oder was auch immer, alleine die Geschichte rund um die Firma Felgenfuchs, ne, dieser Ableger von der Schmidt-Nummer, was die Frau da alles herstellt, das ist unglaublich. Das hätte früher, das wäre wie Weihnachten und Ostern auf einen Tag gewesen. Aber wie gesagt, so verändern sich die Zeiten, die Umstände. Es war nicht unbedingt eine schlechte Zeit, aber es war eine schwierige Zeit. Ne? Und ich sag mal, das war auch eine sehr, sehr enge Geschichte. Man kannte sich, wer denn irgendwie über 5 Ecken die Möglichkeit hatte, in irgendeiner Form ungebohrte Schüsseln zu bekommen. Dann war ja wenigstens schon mal etwas. Und dann musste man jemanden finden, der einem den Lochkreis vom BBS da reinbohrte und so weiter. Alles hinter uns. Also unglaubliche Geschichten. Aber ich bin halt in dieser Phase ein Zeitzeuge gewesen. Ich habe das live miterlebt. Und wenn man heute an, das war ja immer alles kein Problem, hast du ja die Schüssel bestellt, dann drehe ich mich um und gehe und sage, ja, erzähl du mal Geschichten vom toten Hering. Das war früher einfach nicht so. Das muss man einfach wissen. Und demzufolge ist die Zeit, wo ich die ersten Umbauten der Räder praktiziert habe, die war echt schwierig. Und das war, wir mussten teilweise mehrere Radsätze kaufen, weil ich aus dem in Verbindung mit dem das umgebaut und so. Ich weiß noch, ich habe auf meinem grünen E32 habe ich 9x17 auf der Vorderachse und 10x18 auf der Hinterachse. Soweit, so gut, schon mal schon geil, 2 verschiedene Zollgrößen drauf. So, jetzt gab es die Schüsseln
von BBS. Ich glaube, die RS-285 und RS-286. 8,5 und 9,5 mal 17. Bedeutet auf der Vorderachse eine 2 Zoll Schüssel und auf der Hinterachse eine 2,5. Dann haben wir eine 2 Zoll 17. Aus einer 8,5 mal 17 habe ich mit einem anderen Innenbett habe ich eine 9 mal 17 gemacht und habe aus der 8,5er mit 2 Zoll 17 habe ich eine aus der 8,5 mal 18. Ich hatte keine 9,5 mal 18, sondern nur eine 8,5 mal 18, habe mir aber noch einen anderen Radsatz 8 oder 8,5 mal 18 mit einer blöden Einpresstiefe besorgt, um die Schüsseln zu bekommen, die Innenschüsseln für einen 500 SL, weil die zwar weniger Außenbett, aber dafür ein größeres Innenbett hat, ein halbes Zoll größeres Innenbett. Damit hatte ich dann schon mal meine Innenschüsseln. Und dann bin ich noch mal langfristig auf die Suche gegangen nach 9, also nach, weiß ich jetzt gar nicht, 2,5 mal 18, um dann die Felge hinten statt einer verkäuflichen 9,5 mal 18, habe ich dann eine 10 mal 18 draus gemacht. Muss man sich mal vorstellen, was für ein Aufwand. Das glaubt einem heute kein Mensch. Also gehst am Telefon, bestellst zwei Schüsseln in der und der Größe. Ja, aber dazu kam dann sogar noch, dass diese Schüsseln von BBS ganz einzigartig waren. Das sind nämlich mehr oder weniger so Trichterbetten, wie sie heute total innen sind. Das heißt, der Stern ist 17. Es gab also von den RS1 keine echten 18 Zoll Felgen, sondern das sind alles 17er mit einer Stufe auf 18 in den Außenbetten. So, und das ist dann ja dann quasi wie ein Trichterbett, also mit einem Zollsprung. Und die gab es nicht zu kaufen damals. Also das heißt, wenn ich das so haben wollte, das passte sehr, sehr schön zu den 2x17 Zoll, die ist nämlich auch ein Trichterbett, beziehungsweise ist diese schräge Form, passte das hintere Trichterbett wunderschön von der Optik, sonst hätte das nicht so toll optisch harmoniert. Und das gab es halt nur von BBS. Also da musste man tatsächlich einen gestrandeten 8,5 mal 18 ET35 SL500 wegen einer anderen Bremse. Die hatten da verschiedene Einpresstiefen. Da hatte ich mir so einen Satz besorgt. Nur Vorderachse, Hinterachse war platt gefahren und habe die dann auf der Hinterachse umgebaut, dass ich meine 10 mal 18, muss man sich mal vorstellen, was für ein Aufwand. Aber es war schön, es hatte halt keiner. Ne? Das ist einfach der Punkt. Und die Schüsseln sind auch heute in der Form nicht zu kaufen. Also wer diese Schüsseln drauf hat, die müssen original BBS sein. Da gibt es meines Erachtens keinen Vertrieb deswegen darüber. Aber es gibt so verschiedene Dinge, wo man einfach sagt, boah, Wahnsinn gewesen. Und ich habe jetzt hier mal den ganzen Felgen Fotos. Viele, die sind dann auch mit den Bannern entsprechend so ein bisschen beschrieben, was es ist. Ich kann jetzt nicht auf jedes Bild einzeln eingehen, aber was man mit den Rädern machen kann, wie man es machen kann, habe ich jetzt einfach mal dieses Video dazu benutzt, um zu deutlich zu machen, dass wir schon oder dass ich schon weiß, was wir da tun und dass man auch weiß, was kompatibel ist, was es gegeben hat, mit welcher Einpresstiefe, Schüssel von hinten, Schüssel von vorne, zwischengeschraubter Stern, durchgeschobener Stern, bla bla bla, hoch und runter. Also da gibt es so viele Dinge, die heute einem ja keiner mehr erklärt. Und wie gesagt, wenn jemand Fragen hat oder jemand irgendwie da Probleme hat, einfach eine Nachricht schreiben oder eine E-Mail oder was auch immer. Es gibt fast immer die Möglichkeit, irgendwie zu helfen. Es ist halt immer schwierig, weil es teuer ist, aber grundsätzlich technisch ist es eigentlich immer möglich, sodass man halt mit diesen Sachen auch die nächsten 15, 20 Jahre gut überdauern kann. Die Preise brauche ich nicht groß drauf eingehen. Die Preise sind explodiert. Alles, was früher mal 1.000 D-Mark gekostet hat, kostet heute 4.000 Euro. Das ist unfassbar. Die Leute zahlen es aber. Gerade der Auslandsmarkt, Kanada, Amerika, Australien, hat da ihren Einfluss drauf genommen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine, ich sag mal, RS212 oder RS197, also 8,5 und 9,5 mal 17 BMW,
annonciere und schreibe da 2.900 oder 3.300 oder was auch immer, in 10 Minuten später stehen 20 Leute vor der Tür. Also das ist unglaublich. Also da werden Preise von bis zu 5 Mille und mehr bezahlt. Das ist das, also wirklich, das grenzt an Wahnsinn, aber es ist halt so. Ne? Und oder ich sage jetzt mal, das gilt ja andere Hersteller oder andere Räder anderer Marken auch, so eine Aero von AMG hat ja mittlerweile auch den Kultstatus, dass man fast willkürlich dran schreiben kann, was man haben will. Also da sind mir Dinge bekannt, 6, 7, 8.000 Euro für so einen Radsatz und gut oder umgebaut oder wie auch immer. Also da gibt es fast keine Grenzen bis jetzt. Ne? Also wer jetzt BBS hat in irgendeinem Schuppen oder Keller oder was auch immer, der sollte sich gut draufsetzen. Das ist besser als jede andere Wertanlage. Und ich habe, wie gesagt, ich habe Glück gehabt, dass ich sehr vieles dieser Sachen gekauft habe zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich für Taschengeld zu haben war. Und ich bin teilweise nur für Einzelteile, für Innenschüsseln, Außenschüsseln, Deckel und so weiter, für Taschengeld 30, 40, 50 Mark durch die Gegend gefahren und bin heute stolz, dass ich das gemacht habe, weil man heute, egal was man kriegen kann, dann fehlt das, dann fehlt dies, dann greift man ins Regal und sagt, habe ich da, mache ich. Also das ist schon eine gute Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist einfach aufgrund der Vielfältigkeit, ist es natürlich auch ein tolles Thema für so ein Video. Ich für meinen Teil habe relativ früh meinen eigenen Stil gefunden. Ich stehe halt unglaublich auf diese polierten Stirnflächen. Ich mag es nicht so gerne, eine Felge in verdichtet, dann hat sie für mich keinen Kontrast. Ich finde es halt toll, wenn die Felge lackiert ist, von mir aus in Silber, habe ich auch Sätze, oder halt in Wagenfarbe, in poppig oder in grau oder in gedeckt und dann halt grundsätzlich passend zur Schüssel die Stirnfläche des Sterns und natürlich auch die Mutter in Hochglanz. So, und dieser Kontrasteffekt zwischen dem lackierten Innenleben des Sterns und der Außenfläche von der Stirnfläche, das mache ich jetzt schon seit 25 Jahren, das ist also absolut mein Ding und konnte mich auch bis jetzt keiner von abbringen. Und das ist für mich eigentlich die schönste Form dieser Räder. Und ich habe es nie irgendwie ich habe da nie mit gehandelt, da also nie irgendwie große Felgendealer, sondern ich habe das meistens einfach für den Eigenbedarf, wo es halt bezahlbar war. Und habe dann halt die Henne gespielt, die sich auf die Eier setzt und sagt, nee, gebe ich nicht her. Weil es gibt für mich keine Alternative, es gibt für mich keinen Ersatz heute, der mich in irgendeiner Form dazu bringen könnte, eine BBS abzugeben. Außer, guter Freund von mir hat, da habe ich nämlich dann einmal, bin ich dann schwach geworden, habe ich ein paar Sätze verkauft oder getauscht, weil er mir einen Satz 18 Zoll Alpina BBS RS2 Basis umgebaut hat auf 10 und 11 mal 19 in dreiteilig. Wunderschön, eine wunderschöne Arbeit auch, wo ich dann einfach sage, ich denke, es gibt mehrere, die das machen, aber es gibt doch von den Basisrädern gibt es nicht wirklich viele. Und es müssen halt diese seltenen Basisräder von Alpina sein, die halt bei BBS gebaut wurden, als reiner Zweiteiler, auch wieder so ein Tonnenrad, so ein Stern reingeschraubt, der Rest ist eine Röhre. Und diesen Stern hat er dann umgebaut zu einem Dreiteilerstern und hat dann 19 Zoll Edelstahlbetten montiert. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist jetzt was ich wirklich, wo ich also immer so als Traum mir das vorgestellt habe. Und dafür habe ich dann einfach mal ein paar Sätze springen lassen, habe gesagt, oh, komm, lass uns zusammensetzen, wie machen wir das? Die brauche ich jetzt nicht unbedingt, die müssen gemacht werden. Und waren dann natürlich alles Sätze, die leicht beschädigt waren, beziehungsweise die er machen konnte. Das war ja sein Job. Und somit bin ich an diese Räder gekommen. Ich hätte da niemals das Geld für auf den Tisch legen können oder auch wollen. Und so bin ich halt da dran gekommen und habe sie da liegen und gut ist. Aber das ist halt einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Satz, wo ich das für machen würde. Und alles andere, warum soll ich die BBS abgeben, wenn es gar nichts gibt, was ich eigentlich darüber packen würde. Ne? Also von daher ist das schon eine interessante. Es ist halt mal interessant, Dinge zu beleuchten aus einer anderen Perspektive.
sich die Bildchen angucken ist ein Thema, aber auch so die Geschichten drumherum, hinten herum, was man machen kann und so weiter und so fort. Das ist schon interessant. Wie gesagt, auch der Effekt aus einer RC, also aus einer 8 und 9 mal 17 oder 8 und 9 mal 18, lässt sich eine dreiteilige bauen, das lässt sich machen. Die Schüsseln dafür, was kann, kriegt man hin, das hält auch, das funktioniert wunderbar. Aber es ist halt grundsätzlich, bei eins muss man sich im Klaren sein, diese Umbauten haben alle keinen TÜV. Auch meine Alpina-Räder ist alles, ist für die Geilheit, muss man haben, ist ganz toll, aber theoretisch kann man keinen Meter damit fahren. Das muss man einfach so sagen, weil es gibt ja sehr viele Hersteller oder sehr viele Vertriebler, ich will jetzt keine Namen nennen, aber sehr bekannt, wirklich sehr bekannt, die eigentlich nichts anderes machen, als aus Einteilern, Dreiteilern bauen. Mir ist es nicht bekannt, dass es in irgendeiner Form eine Möglichkeit gibt, die realistisch nachvollziehbar dazu reicht, darauf TÜV zu bekommen. Es müssen also alles irgendwelche Umbauten sein für irgendwelche, naja, ich sag jetzt einfach mal, Messefahrzeuge und so weiter und so fort, oder rein für die Geilheit heraus. Aber wir reden da über Preise, die jenseits von Gut und Böse liegen. Da stellt man sich natürlich immer mal die Frage, wer will sowas haben? Und die Leute, diese Firmen, die das machen, leben davon sehr gut. Habe ich nie so ganz verstanden. Vielleicht ist es aber auch zu, vielleicht bin ich da zu kleinkariert für. Kann sein. Aber sowas ist technisch überhaupt kein Thema. Aber so ist halt unter normalen Umständen nicht TÜV-bar. Ne? Das heißt, kein realistischer TÜV-Prüfer wird dann in irgendeiner Form seinen Namen drunter geben. Und demzufolge, ich würde da 300 mitfahren, überhaupt kein Problem. Aber wenn der TÜV sagt, nee, geht nicht, wie soll ich es eingetragen bekommen? Ne? Also das nur generell mal so als Info, das ist halt ganz schwierig. Und da sind halt so Felgenfritzen wie so ein Schmidt und Co., ganz weit vorne, weil die größtenteils das, was sie anbieten, auch in irgendeiner Form TÜV-en können. Wie sie das dann letztendlich im Kleinen machen, das ist unterschiedlich. Aber da jetzt einfach hingehen und aus dem Einteiler einen Stern bauen und da irgendwelche Schüsseln dran machen, das ist technisch überhaupt kein Problem. Und wenn man es gut macht, wird das auch halten. Aber es wird nie TÜV darauf geben. Ne? Das nur so als, ist wunderschön, gar keine Frage, werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal irgendwas bauen. Aber das ist halt schwierig zu vermarkten. Was soll ich demjenigen sagen? Soll er 4.000, 5.000, 6.000 Euro, 7.000 Euro bezahlen für einen Rad, was er gar nicht fahren darf? Schwierig zu vermarkten, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das sind so die Hintergründe der drei Buchstaben. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts großartig vergessen habe, darauf einzugehen, auf die Zweiteiligkeit, der verschiedenen Zweiteiligkeit habe ich hingewiesen, dreiteilig brauche ich nicht erklären, Innenschüssel, Außenschüssel, Stern, das sind die drei Teile und ich hoffe, das Video mit dem Hintergrund ist interessant gewesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen, das ist ja in erster Linie fast eher ein Podcast als ein Video, aber Es ergibt mit Sicherheit die ein oder anderen Zusammenhänge, die man so gar nicht gewusst hätte. Von daher herzlichen Dank fürs Betrachten. Bitte das Abonnieren nicht vergessen, wie immer. Und bis zum nächsten Video. Danke, tschüss.